grüß dich, Gott. Wie geht's dir so? Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil von Hackett's Quarry. Also ich redest du dreimal lauter als davor. Du meinst, ich sollte meine monotone Langweilstimme auflegen? Nee, so wie du halt nachher dann auch redest. Ja. Ich habe die wesentlich cooleren zwei Charaktere gewählt bei der Quarry. Die Anja hat die ganz komischen zwei Fatzken. Du bist übrigens viel näher an, wie hieß sie? Sieglinde. Sieglinde dran als ich. Dann rutscht doch mit sie ein bisschen näher ran. Nicht an mich, an Sieglinde. Hallo Sieglinde. Hallo. Sag doch was! Das war deine Anmod. Wie lautet deine Anmod bei Twitch? Man kann ja alles rausschneiden. Ja, das ist richtig, aber deswegen... Wir brauchen Progress. Hallo ihr lieben Leute, herzlich willkommen zurück. Wir machen das nur ganz kurz, weil ihr wollt ja weiter gucken ohne große Unterbrechung. Es ist jetzt 2 Monate her seit der letzten Aufnahme. Und schneiden wir raus. Weiter? Genau. Wir wünschen euch viel Spaß. Okay, dann spiele ich mal weiter. Was haben wir denn da gemacht, glaube ich, letztes Mal? Couchcore war das, oder? Was machst du? Gehst jetzt rein und wir machen die Anmod noch mal. Die Leute wollen jetzt gerne durchgehen sehen. Ryan heißt er, wusste ich's. Ja, okay. Da muss ich mich noch gewöhnen, dass das für die Aufnehmenden komisch ist. Warst du das jetzt oder war ich das? Ich glaube, dass das du warst. Hast du ja auch gerade selber gesagt, es würde hinkommen. Wir könnten genau jetzt den Cut machen und nochmal die anderen machen. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Mhm. Aber wir waren noch nicht im Spiel. Wir haben ja noch nicht gehört, wie die Stimmen sind. Also bringt es nichts. Aber wenn die Leute das jetzt sehen, dann ist das doch jetzt hier der perfekte Übergang. Ja, genau. Deswegen fangen wir jetzt nochmal an, drauf zu sprechen. Genau, deswegen mache ich jetzt nochmal die Aufgabe. Nee, das kann ich doch rausschneiden. Ja, Mann. Vielleicht ist ja da was Lustiges bei, was okay, ich noch drin lasse. Da sind bestimmt lustige Sachen dabei, ja, wie immer. Ja, die sind immer lustig. Mann. Hallo, willkommen zurück. Das klingt so... Wir sind einfach noch nicht dran gewöhnt, die mit den Aufnahmen, würde ich sagen, oder? Nee, ich glaube, wir nicht. Haben noch eine Entschuldigung. Ja. So, dann. Ich weiß immer noch nicht, wer der Zweite war. Halt, ich mache jetzt einfach mal. Es ist 2 Monate her seit der letzten Aufnahme. Wir spielen jetzt weiter. Ich hab doch gespielt, dass er da hinrennt, oder? Ich glaube, ich hab ihn gespielt. Ich hab doch die Abkürzung. Stimmt, und du hast dich doch auch nicht getraut, diese Luke zum Keller aufzumachen, weil du Angst hattest. Heilige Scheiße, Alter! Ich muss weg. Komm, kannst du gehen? Komm, wir müssen weg. Los jetzt! Komm, zurück ans Feuer! Na, hat dir dein Part Spaß gemacht? Super! War richtig gut! Okay, dann machen wir doch... Eine Frechheit von dem Spiel, dass die einem das anbietet, ne? Dass ja. Man das... Aber ich glaube genau... Eigentlich nicht. Weil wir jetzt nochmal einen Cut machen. Ach so. Okay. Es wird so schwierig, das zu schneiden. Ich glaube ne? auch. Wir tun uns nur Eier legen, das ist so krass. Er hat doch nicht gedrückt! Ach so, Entschuldigung! Mann, ich hab doch gerade gesagt, drück nicht! Oh Gott! Ach, der ist nackig! Ich kann nicht alles drinnen lassen. Jetzt kann ich nichts raus. Das sind so genial. Das. Das Mädchen auf dich, Jacob. Was machst du hier? Echt nicht. Okay. Ist er denn jetzt weggelaufen? Das war das Letzte, was er gemacht hat, sich aus diesem Stacheldraht befreien. Oh. Okay. Oh.
ein Wildschwein. Kennst du Gorillet? Film? War schon lang her. Ich glaube, der war ganz gut. Was? Jetzt so. Warum willst du dann rufen? Da stand X! Ja, aber du sollst doch dich entscheiden. Psst, ich hab's nicht gemacht, Ich hätte gedrückt halten müssen. Hallo? Verdammt, ich hab's doch gemacht. Wo bist du denn? Abby? Psst. Hast du gesagt, ich bin tot? Hallo? Mach kurz sein. Was? Ist man in der Höhe sicher vom Wildschwein? Okay. Eins, zwei. Scheiße! Dass das netter ist. Ich nicht. Nicht doch. Drohen? Dann wer bist du? Oder flehend, lass mich runter. Schwierig. Hört sich nicht so an, als würde man da was falsch machen können. Ich würde eher flehend nehmen, glaube ich. Dann nimm flehend. Wo bist du denn? Nee, du nimmst das, was du willst. Dein Spieler. Wenn du den umbringst, ist dein Thema. Und du meinst, man kommt mit drohend weiter als mit flehend, oder was? Ich weiß nicht. Ich persönlich wäre für drohend, weil... Naja, ich glaube, das imponiert dem Typen einfach mehr. Aber nee, du nimmst jetzt dein flehend. Ja, mache ich auch. Bitte, bitte, Mann, lass mich runter, okay? Tu mir nicht weh, bitte. Oh nein, scheiße, was zum Teufel machst du? Schneid ihn los. Stich in die Achse. Fick dich doch! Was wird das? Psst! Still! Nee. Schließ jetzt besser die Augen. Was soll denn das? Stopp! Hilfe! Schmeckt übel, oder? Ist aber gut für dich. Wo willst du jetzt hin, Kleine? Ach du Scheiße! Das war irgendwie komisch. Ach du Scheiße! War doch ein Wildschwein, was du gehört hast. Das war noch am Leben. Das hat er anscheinend kurz vorher gefangen gehabt. Es kommt mir so vor, als wärst du gerade erst hier gewesen. Also, das ist so auffällig, zeig. Was hast du da? Es ist der Stern. Sterne hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts, der Hoffnung, Bestimmung oder unserer Bedeutungslosigkeit. Und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit. Und Gewissheit, vielleicht. Merke dir, es steckt stets mehr dahinter, als du denkst. Wenn du magst, zeig ich's dir. Und was mir noch einfällt, meine Theorie war ja auch immer, dass mit dem Auge was nicht stimmt. Ne? Das hatte ich ja auch mal gesagt, dass irgendwie bei vielen Charakteren das rechte Auge immer so ein bisschen hängt oder sowas. Und das ist ja bei ihr auch so. Ja, mehr sehen, oder? Ja. Würdest du ja recht haben, dass der Typ... Machen wir weiter. Wieder nach Hackett's Quarry. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, das wird ein Spaß.
Also, es sah halt so aus, als wäre er gut, weil er hat ihn ja zum einen losgeschnitten und zum anderen vermute ich, dass dieses Blut, was er ihm da ins Gesicht gekippt hat, vielleicht dieses Monster in irgendeiner Form abhält. Ja, denke ich auch. Könnte sein. Ja, und den anderen wollte er ja nur erschießen, weil er gebissen wurde. Also angefallen wurde. Genau. Weil das ist ja oftmals in diesen Zombie-Filmen so. Bei Walking Dead war es auch so, dass wenn du dich einschmierst mit diesem Zombie-Gedärm-Geruch, dass du dann eben nicht erkannt wirst als Mensch, sondern eben als einer von denen und dann wirst du nicht angegriffen. Also, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Es war so schrecklich. Ich weiß ja nicht mal, was es war. Es war so schnell und da war ein Jäger. Es war einfach... Oh, Abby. Hier. Was? Zeichne es. Zeichne was? Das, was euch attackiert hat. Aus der Grundschule. Nick, hey, Kumpel, kannst du mir sagen, was sie gemacht haben? Gemacht? Er ist voll daneben. Ja. Der Jäger. Stimmt. Ja. Da war ein Typ. Und... Ach, noch was anderes. So eine Art Tier. Was denn für ein Tier? Nein, nein, ich habe nur einen Kerl gesehen, der ihn wegschleppen wollte. Der ist wahrscheinlich einfach nur verwirrt. Der Kerl war echt riesig und sauer. Hab ich denn... Ist Abby... Ja, hey, hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Grauen und... Zähne direkt auf mir drauf. Ich glaube, es war ein Bär. Ein Bär hätte ihn zermalmt. Vergiss es. Ich dachte, hier gibt's keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da. Schau mal da. Shit. Das Schwarze. Voll infiziert. Es verbreitet sich. Krass übel. Echt krass übel, Alter. Druck ausüben? Das blutet doch eh schon. Und den soll man, glaube ich, Druck ausüben. Klar, bitte. Ja. Oh, sorry, Mann, sorry. Schon okay. Ist okay. Tut das weh. Besser amputieren. Das muss weg, bevor es sich ausbreitet. Was? Was? Amputieren? Ist der Vollidiot? Wieso? Ganz kurz, macht man das sonst auch? Was? Wenn sich irgendwas infiziert, ganz normal... Dann muss man doch nicht gleich das Bein amputieren, oder? Das ist doch so eine reine Zombie-Nummer also, bloß, oder? Irgendwann schon, aber ich glaube nicht innerhalb von einer Stunde. Wollte ich gerade sagen. Also, vielleicht hat der Kollege einen Zombie-Film gesehen und kann sich daran erinnern, ne? Das also, ich wäre jetzt mal für abweisend. Also ich würde jetzt mal fragen, warum er das denn meint. Aber du bist ein Vollidiot, ist ja an sich auch. Wieso sollten wir? Ich weiß auch nicht, dieses schwarze Zeug. Was? Was glaubst du, was es ist? Sehe ich aus wie ein Doktor? Ich erinnere mich kaum. Ich weiß nicht mal, was ich gesehen habe. Scheiße. Das ist doch nur der andere Typ von uns. Sind wir eh auf dem Präsentiertag. Da können wir doch. Hey! Ich hab eine Knarre! Und kann damit umgehen! Glaub ich. Ja, gib ihr die Waffe. Nein, sie kann das besser. Wenn's Jacob oder Emma sind. Und was, wenn nicht? Vorsichtig! Sie kann es viel besser. Ich würde sie sofort geben. Mit eher ansehen. Was soll ich denn? Rechter Stick. Wo ist rechts? Ja, ja. Oh. Da war vermutlich gar nichts. Ja. Ist es jetzt weg? Wir sind alle tot. Ja, hau lieber ab. Wir sind so tot. Wie tapfer. Okay. Also, Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Wir sind so tot. Ich weiß nicht, was...
Viech suchen anscheinend. Halt! Nein, nein, nein! Nicht schießen! Tu's nicht! Ich will euch retten! Sehr oh, Scheiße. Nick. Ist er okay? Nick und Abby wurden angegriffen. Hier im Wald. Hey, hat jemand noch trockene Klamotten? Ich erfriere. Unsere Taschen sind noch im Minivan. Oh, fuck, ja, natürlich. Hat er jetzt eigentlich was ist passiert? Besorgt, wo ist Emma? Haben wir die Sicherung jetzt eigentlich gefunden? Ich glaube, die hat er noch in seinem Schlüppi stecken. Okay. Man fragt sich, was ist besorgt, wo ist Emma? Bin ich jetzt... Eigentlich würde ich gerne erstmal wissen, was passiert ist und dann, wo sie ist. Hast nur eine Chance. Aber was ist dir passiert? Gut, gut, okay. Ich hab ja gesagt, ich hab Abby schreien hören. Dann rannte ich her, so schnell wie ich konnte. Vom See aus? Ja, dann bin ich plötzlich in dieses Ding, in diese Falle getreten, so wie Jäger sie nutzen. Jäger? Ich hab doch gesagt, Jäger. Das Ding hat sich um mein Bein gezogen und dann den halben Baum hoch. Zack! Ich häng da also, halbnackt. Und dieser Typ kommt mit so einer scheiß Machete auf mich zu. Starrt mir direkt ins Gesicht. Aber ich habe ihm eine Lektion erteilt und mich dann verpisst. Gut, wir müssen Abby und Nick zurück zur Lodge bringen. Jetzt sofort. Die Bewohner. Den wichtigsten Punkt. Ganz genau. Bist du voll mit hoffentlich Marmelade? Ja, nein. Ich wird wohl eher Blut sein. Da war dieser Typ mit einer... Er hatte eine Flasche. Aber das ist eine echt lange Geschichte. Ist es nicht? Ja, nein, das ist echt krank. Oh, und Mann, wie konnte ich nur vergessen, euch das zu sagen? Ich habe im See jemand treiben sehen. Eine Leiche? Ach was, nein, 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 nein. Einer der Schwimmer der Schulmannschaft ist beim Training vom Weg abgekommen und, klar eine Leiche, Blödmann. Aber klar doch, Jacob. Nein, im Ernst, das stimmt. Das war vermutlich einer der Betreuer, die nicht aufgetaucht sind. Aber ich bin nicht sicher, weil er war so aufgebläht und... Da stimmt was nicht. Gut kombiniert, Sherlock. Ich muss Emma holen. Ey, was soll das? Hey, ich brauch das, okay? Da ist gefährlich. Mann, wir müssen Nick und Abby schützen. Ja, aber ich muss Emma retten. Sie ist ganz allein. Vielleicht steckt sie gar nicht in der Klemme. Ja, aber ihr vielleicht auch nicht. Willst du mich absichtlich nerven? Nein, ich rette absichtlich meine Freundin, Arschloch. Ja, sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Naja, ich weiß nicht. Ja doch. Blöder Sack. Fuck! Oh! Ich kann doch die scheiß Steuerung nicht, Mann. Es ist ganz scheiß. Hört jetzt auf. Wir sitzen in der Scheiße. Und ihr Kasper drum. Unfassbar. Jacob, das Ding bleibt hier. Nick und Abby sind verletzt. Das ist unser Schutz. Jemand schleicht hier rum. Ryan. Sorry. Das ist Bullshit. Schau, wie sie geht. Wenn sie auf der Insel ist, geht sie bestimmt gut. Und dann noch eine Begegnung mit Captain Erlösung? Echt nicht. Okay, bei der Zipline ist bestimmt noch ein anderes Boot. Von dort aus komme ich auf jeden Fall bis zur Insel. Ist jetzt die Knarre? Die hat er doch gerade... Wir müssen zurück zur Lodge und Hilfe holen. Wie denn? Nick kann doch nicht laufen. Ey, ich habe eine Idee. Geil. Hast du Kreis gedrückt gerade, oder? Ich habe Kreis gedrückt, aber ich habe den Stick nach rechts und nicht die Taste nach rechts gedrückt. Eigentlich müsste das mit dem Stick geklappt haben. Ich habe noch rüber, aber hat nicht. Okay, vielleicht war es zu spät. Na dann, yes! Okay, mal sehen, was der Abend bringt. Okay, ein Rätsel für euch. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Okay. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel, strandete die mutige junge Seele. Okay, Real Talk. Ich bin unerwartet auf einer
seltsamen kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde. Obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg. Und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Entdecker, Freunde. Man hat oben rechts gesehen, dass sie gar kein Netz hat. Ja, kaum Akku. Ist dir gar nicht aufgefallen, dass der Jacob abgehauen ist? Oder was war denn da nochmal die... Der war doch unter Wasser, hat dieses Ding gesammelt? Wahrscheinlich ist er auf der anderen Seite wieder aufgetaucht. Und das ist also der Treffpunkt. Das ist ein Ort, wo man sich trifft. Ich will das Ganze ja interessant machen, nur manchmal ist es halt so, wie es ist. Das wär's wohl dazu. Geile Insta-Story. Ich hätte erwartet, dass wenn sie so mit dem Handy rumgeht, dass man irgendwann im Hintergrund so diese Kreatur kurz sieht oder so. Es kann gut sein, dass es passiert. Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Das Traurige ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie? Warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blöd damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleibe ich auf dem bisherigen Weg und schimpf weiter über mein blödes Leben? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Keine Ahnung. Doch, hast du gesehen? Nee, hab ich nicht. Hinter ihr war ein Typ. Hier rechts hat man gerade einen Typ gesehen. Es könnte ein Ast gewesen sein. Nein, das war ein Typ. Sicher? Ja, es hat auch die Musik dazu gepasst. Ja, verdammt. Ich habe so gut aufgepasst eigentlich. Ja. Vorhin, als sie rumgelaufen ist, hätte ich auch schwören können. Es war ein Typ, aber das war noch ein Ast. Nee, gerade hinter ihr war jemand zu sehen. Okay, es geht weiter aufwärts. Dann mal los. Natürlich. Vielleicht fällt euch auf, dass dieser Weg ein rustikales Flair versprüht. Und das ist kein Zufall. Ich weiß nicht, was auf euren Wegen so los ist. Doch wenn ihr nicht eine Stunde lang einen Splitter aus einem Kinderfinger zieht, dann ist das nicht authentisch. Keine Sorge, dem Zwerg geht's gut. Ich bin gut mit Kindern. Und was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dass ich natürlich auch umdrehen könnte, da wo wir den Typen gerade gesehen haben, nach. Das stimmt, aber normalerweise sind solche... Das machen wir dann in der anderen Ordnung. Und solche Spiele sind so nicht programmiert, da ist keiner. Ja. Normalerweise. Vielleicht an dem Spiel. Wir gehen jetzt schon zum Baumhaus, oder? Ja. Nee. Das ist nur eine Aussichtsplattform. Stell dir vor, das alles in der Forest. Ah, da ist es. Ein paar Bäume umbauen. Ich kann nicht raus, wie viel Holz hast du gebraucht bei der Forest, um sowas zu bauen? Da brauchst du ein bisschen lange beschäftigt. Dahin gehen wir jetzt. Nicht zu schäbig. Also buchstäblich schon zu schäbig. Und trotzdem die Aussicht. Pure Gänsehaut. Es gibt auch eine Zipline, vor der ich, ehrlich, so richtig Angst habe. Aber so ist es halt. Ich bin hier, oder? Ich werde den Tag so hart nutzen, dass er nicht weiß, wie ihm geschieht. Zuerst müssen wir ankommen. Und es gibt noch so viel zu bereden.
Das ist eine Insta-Story, denk dran. Was interessiert die Leute mehr? Nein, mach es. Ja, genervt halt, ne? Würde ich sagen, interessiert die Leute mehr. Wisst ihr, was Jacobs Problem ist? Er hält sich für den Star in seinem Film. Er sieht alles nur aus seiner Perspektive. Sagt sie und nimmt ihre eigene Show auf. Was soll's. Er will mit mir zusammen sein, weil er denkt, dass ihn das glücklich macht. Aber was ich will, interessiert ihn genau null. Okay, das stimmt nicht. Offen gesagt, lenke ich, glaube ich, ab. Im College wird er sich neu verlieben und mich dann vergessen. Gut für ihn. Er verdient es. Vielleicht sollte ich anfangen, mich an ihn zu klammern. Vielleicht schreckt ihn das ja ab, wie in einem Hochzeitskleid aufzutauchen oder so ähnlich. Ich spiele das nur mal hypothetisch durch. Aber jetzt versuche ich schon wieder alles zu einer Art von dramatischem Experiment zu machen. Die scheint doch ganz schön verknallt zu sein anscheinend. Ja, ja. Wahnsinn. Die geht aber nicht weit. Vor allem auch nicht. Ja. Also war... Sieht ja aus wie so ein Stromkabel. Das ist diese kleine... Ach, die wirst du noch brauchen. Da kamen wir doch gerade her. Ja, ja, also so wirklich viel Sinn hat die nicht. Ich würde sagen, tendenziell hat die gar keinen. Da geht auch eine Leiter nach unten. Ich kann's gut, wenn wir das schon vorher wissen. Gut sieht die aus? Geht die kaputt? Oder was trauen wir eher? Der Zipline oder der Leiter? Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Vor allem wirkt es so, als wenn man den unteren Weg genommen hätte, dass man dann auch hier kommt und könnte sich dann nochmal entscheiden, ob man hoch zum Baumhaus geht oder... Aber dann hätte man die Zipline nicht gesehen. Vielleicht hätte sie es auch nicht erzählt. Und da sind wir. Wie gesagt, ein extrem klappriges und noch unterwältigenderes Baumhaus. In einer Parallelwelt könnten der kleine Jacob und ich hier Familie spielen. Schatz, ich bin da! Wie war das? Ich hab die Bettzeit der Kids verpasst. Puh, was für eine Begrüßung. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Habt ihr das gehört? Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horrorfalltür und sterben einen schrecklichen Tod? Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Wie viele Eier hat sie? Aber sie ist gerade Treppen gestiegen, ne? Vielleicht liegt es daran, dass sie noch ein bisschen Restwärme hat. Ja, aber... Ich wäre schon längst weggelaufen. Guck mal, da wird nochmal auf diese Blinde hingewiesen. Ich fand sie nur relativ hoch. Also wenn das, ich meine, das ist ja so ein Sommercamp, ne? Das ist eigentlich schon gefährlich, wenn du da, ich meine, das war ein voll der hohe Abgrund. Die Leiter allein schon. Okay, egal. Tasche durchsuchen ist ja ultra öde, oder? Ich bin für die Tür. Hast du ihre Eier mal gesehen? Da müssen die sind wohl, böse Welt. Der letzte Vorhang fällt und keine Zeit für Zugang. Gedacht, was da ist? Ein Kätzchen? Ein Ohrkatze, Schwurf? Nee, ein Ohrkatze? Also, dass er da ist, hätte ich nicht gedacht. Bisher war das Spiel harmlos. Gut. Also, dass alle überleben, das ist dann jetzt vorbei? Mann! Ich bin schon Spieler 2, ne? Ich weiß es nicht. Du kannst den Rest des Spiels durchspielen. Wir haben... Wie ist sie noch gleich? Emma verloren. Nee, Emma ist ja... Nee, es war Emma. Du hast Emma verloren. Ich hätte die Taschen durchsucht. Ja, jetzt im Nachhinein hätte ich auch die Taschen durchsucht.